Willkommen zu einem neuen Video der Hochschule 7, diesmal zum Thema Datensicherheit. Es macht durchaus Sinn, vor diesem Video das Datenschutzvideo anzusehen auf meinem Kanal, weil das so eine ganz gute Einleitung in das Thema Datensicherheit ist. Datensicherheit kann man so ein bisschen als Unterthema des Datenschutzes ansehen. Deswegen, wie gesagt, das wäre vielleicht ganz gut als Preview. Gute Zielgruppe ist wieder 12. Klasse Fachinformatikerklassen und ja, los geht's. Wir fangen wieder mit den Gesetzen an, wie beim Thema Datenschutz auch. Und zwar geht es hier jetzt um die Datenschutzgrundverordnung der EU. Hier gibt es im Artikel 32 den Punkt unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und Zwecke der Verarbeitung und so weiter und so fort. Das heißt, hier geht es jetzt darum, dass die technischen Möglichkeiten quasi im Gesetz hinterlegt sind. Das bietet uns zum einen eine gewisse Freiheit, eben unsere Systeme anzupassen. Auf der anderen Seite ändert sich somit die Anforderung an unser System mit der, ja, mit der Aktualisierung des Stands der Technik. So, ich habe ja in dem Datenschutzvideo schon gesagt, dass in Deutschland ja die DSGVO in das Bundesdatenschutzgesetz neu umgesetzt wurde. Und hier gilt jetzt für uns, also für das Thema Datensicherheit, der Paragraph 64. Und zwar geht es hier um die automatisierte Verarbeitung und die entsprechenden Verantwortungen der verarbeitenden Elemente oder der verarbeitenden Firma, dass sie eben entsprechend, auch hier wieder Stand der Technik etc., folgende Maßnahmen ergreifen soll. Und da gibt es jetzt eine ziemlich große Menge. Wir werden sie tatsächlich alle durchgehen. Das heißt, das Video wird vermutlich ein bisschen länger. Zum einen gibt es die Kontrolle, wird festgelegt. Also wer, wie schütze ich meine Daten vor Zugang oder unbefugten Zugang, Datenträgerkontrolle, Speicherkontrolle. Wir werden sehen, was die Benutzerkontrolle ist, die Zugriffskontrolle, die Übertragungskontrolle. Dann haben wir die Eingabekontrolle, die Transportkontrolle werden wir uns anschauen. Dann haben wir die Wiederherstellbarkeit, die Zuverlässigkeit, die Datenintegrität, die Auftragskontrolle, die Verfügbarkeitskontrolle und dann am Schluss die Trennbarkeit. Das Gesetz schreibt jede Menge Zeugs vor und damit wir das ein bisschen ja, auseinander dividieren und ungefähr sehen, was unter diesen einzelnen Begriffen zu verstehen ist, gehen wir jetzt mal durch. Und ganz am Schluss des Videos werden wir uns nochmal die wichtigsten Grundbegriffe nochmal anschauen, die eben ja für potenzielle Prüfungen etc. Aus meiner Sicht am meisten Relevanz haben. So, wir gehen ja auf die BDSG-Vorgaben und alles, was jetzt sozusagen an Definitionen dort drin steht, habe ich hier auch mal mit aufgenommen als Text. Also nicht wundern, wenn ziemlich viel Text immer wieder auftaucht. Aber ich habe mich einfach dazu entschieden, die einzelnen Elemente tatsächlich mal hier eben auch anzuzeigen. Ja, wir beginnen mit der Zugangskontrolle und da steht im Bundesdatenschutzgesetz, dass hier darunter gemeint ist die Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt wird, und zwar für Unbefugte, logischerweise. Das heißt, hier gelten tatsächlich bauliche Maßnahmen zu beachten, dass man eben hier nicht einfach durch das Fenster eben einsteigen kann. Dann natürlich auch die IT-technischen Maßnahmen, also im Prinzip Zugangskontrollsysteme, irgendwelche Firewalls etc. Also das gehört hier mit dazu. Dann sollte auch die Dokumentation von Besuchern stattfinden. Das heißt, wenn jemand in den Serverraum reingeht, dann muss es irgendwo nachvollziehbar sein. Und dann schließlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, Zutrittskontrollsysteme mit Pins, Chipkarten etc., was auch immer die Sicherheits-IT hergibt, damit eben hier
ja, eben nicht Hinz und Kunz eintreten kann. Es ist tatsächlich so, dass man bei diversen Serverräumen oder ja, gerade bei Banken sehr, sehr hohe Hürden gesetzt hat, um diese eben abzusichern, weil schließlich liegt ja unser Geld in ja, virtueller Form auf diesen Geräten und dementsprechend muss es auch wirklich wie ein Tresor eben auch abgesichert werden. Dann gibt es noch die Einbruch- und Videoüberwachung. Sollte wirklich mal was passieren, dass man eben auch nachvollziehen kann, was ist da passiert. Das nächste ist die Datenträgerkontrolle. Hierunter versteht das Gesetz die Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Löschens von Datenträgern. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass die Dinge auch wirklich sicher weggesperrt sind. Dadurch folgt eben die Forderung, dass sie sicher aufbewahrt werden müssen. Das gilt auch insbesondere für Backup-Tapes. Die werden mal meistens ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt, aber dort sind ja die Daten drauf, ergo müssen sie auch sauber weggesperrt werden. Dann sollten die Datenträger auch verschlüsselt werden, damit, wenn sie mal abhanden kommen, dass sie nicht ohne weiteres lesbar sind. Und was auch nicht zu vergessen ist, was immer mal wieder in den Medien kommt, dass irgendwelche alten Rechner verkauft werden und irgendein Idiot hat einfach vergessen, die Daten auf den Datenträgern wirklich nachhaltig zu löschen. Und das ist gerade bei SSDs nicht ohne weiteres möglich. Also es gibt tatsächlich Anwendungen, die dürfen ihre Daten nicht auf SSDs ablegen, weil es auf SSDs eben nicht ohne weiteres ist, die Daten wegen den Re-Leveling-Mechanismen eben zu löschen. Und dementsprechend ist das Thema Vernichten von Datenträgern zum Teil geht es so weit, dass die Datenträger wirklich physisch vernichtet oder thermisch eben vernichtet werden. Dann geht es auch um Protokollierung von der Platzierung, wo ist wann, wie, welches Tape, welche Platte, damit eben im Zweifelsfall auch nachvollzogen werden kann, wo sollte eine Platte sein oder ein Tape, wenn es denn entsprechend zu Problemen führt. Nächster Punkt ist die Speicherkontrolle, bei der es darum geht, dass Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten. Ich habe in dem letzten Video mal gesagt, dass das Thema Datensicherheit sich nicht nur um personenbezogene Daten kümmert, aber in manchen Stellen wird dann nochmal explizit darauf hingewiesen. So, was heißt es? Im Prinzip geht es darum, dass eine Person eben irgendwelche Daten ansehen darf und eine andere Person, wenn es versucht, eben diese Daten oder diese Struktur anzugucken, darf das eben nicht, weil es eben darauf nicht entsprechend die Berechtigung hat, aber eben für andere. Das heißt, ich brauche eine klare Struktur, wer darf welches System beispielsweise nutzen. Und das bedingt natürlich klare Berechtigungsstrukturen. Das muss von vornherein klar gesetzt werden. Bei manchen Firmen geht das gar nicht, weil man das einfach verpennt hat. Das heißt, es muss klar definiert sein, welche Berechtigungslevel für welche Systeme etc. existieren. Dann muss ich auch mich laut Rechtsverständnis darum kümmern, dass nicht jeder Hinz und Kunz ein Administrator sein darf, um eben entsprechend diese Berechtigung dann zu verändern. Also auch das muss auf das Minimum reduziert werden. Und dann brauche ich natürlich Passwortrichtlinien, dass eben beispielsweise systematisch die Leute gezwungen werden, regelmäßig die Passwörter zu ändern und dass die Passwörter einen entsprechenden Standard auch entsprechen. Und schließlich gilt auch hier, dass protokolliert werden sollte, wer wann wie wo was gemacht hat. Der nächste Punkt ist die Benutzerkontrolle. Hier sagt das Gesetz, das ist die Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte. Das heißt, ich muss hier mich eben darum kümmern, dass wenn ich jetzt irgendwie von außen auf mein System zugreife, dass ich eben mit Hilfe von irgendeiner Authentifizierung entsprechend mich ausweise und das dann eben auch entsprechend autorisiert wird. Und
dann, wenn eben jetzt hier der böse versucht reinzugehen, dass eben der Zugriff verweigert wird. Das bedeutet, dass ich auch hier wieder Zugangsberechtigungsstrukturen brauche, dass ich auch natürlich einen Passwortschutz auf die einzelnen Systemelemente hinterlegen muss und dass hier eine sinnvolle Authentifikation eben durchgeführt wird. Idealerweise eben auch durch ein Zwei-Phasen-Authentifizierung und darüber habe ich ja bei dem Thema IT-Sicherheit mal ganz kurz drüber gesprochen. Und schließlich gilt natürlich auch, die Daten, die dann eben über diese Netzwerke geschickt werden, auch idealerweise zu verschlüsseln, weil auch dort kann immer jemand mithören und das muss man natürlich entsprechend auch verhindern. Das Thema Virenschutz spielt hier im Prinzip auch eine Rolle, weil ein Virus ja versucht, eben genau diese Schutzmechanismen auszuhebeln. Also muss ich mich im Prinzip auch hier darum kümmern, dass eben meine Systeme nicht von innen her sozusagen ausgehöhlt werden. Das Thema Virenschutz werden wir an der einen oder anderen Stelle als Punkt nochmal wiedersehen. Der nächste Punkt des Paragraphen 64 ist die Zugriffskontrolle. Und hier geht es um die Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems Berechtigten, also die, die mit dem System berechtigterweise arbeiten dürfen, ausschließlich zu den von ihrer Zugangsberechtigung umfassten personenbezogenen Daten Zugang haben. Das heißt, dass wenn jetzt User A mit einer gewissen Menge an Daten von dem System arbeiten kann und ein User B sich einloggt, dass der entsprechend mit anderen Daten eventuell nur arbeiten darf und nicht die Daten sehen darf, die User A vorher eben gesehen hat. Das heißt, hier geht es eben nicht auf Systemebene, sondern innerhalb des Systems, dass hier die einzelnen Zugriffsrechte auch entsprechend hinterlegt sind. Das heißt, hier brauche ich differenzierte Berechtigungen innerhalb meines Systems. Auch hier gilt, die Anzahl der Administratoren muss natürlich reduziert werden, weil sonst schiebt sich jeder die Adminrechte zu und kann machen, was er will. Dann würde das Ganze keinen Sinn machen. Und auch hier gilt natürlich, dass die Passwortrichtlinien eben auch entsprechend sauber durchgezogen werden. Nicht, dass eben Meier weiß, was das Passwort von Müller ist und dann mal eben für den Müller dann eben sich kurz einloggt. Das sollte hier eben auch nicht der Fall sein. Und auch hier gilt, es muss protokolliert werden, wer wann wo wie was gemacht hat, damit hier eben auch eine Klarheit bei Problemen herrscht. Der nächste Punkt, der behandelt wird, ist die Übertragungskontrolle. Das ist die Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welchen Stellen personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Daten abziehe, dass eben entsprechend protokolliert wird, wer hat wann welche Daten aus diesem System eben rausgenommen. Das ist gerade dann auch interessant. Wenn eben das System mal gehackt wurde, dann sollte man eben möglichst schnell feststellen können, was der Schaden ist. Ja, natürlich sollte das System nicht gehackt werden können, aber es kann ja durchaus mal sein. Und dementsprechend muss das eben auch mit protokolliert werden. Das heißt, um das entsprechend auch wirklich hinzukriegen, brauche ich gesicherte Übertragungskanäle. Die müssen verschlüsselt sein, damit eben hier während der Übertragung eben auch alles eben sicher abläuft, dann sollte der Datenverkehr natürlich auch gelockt werden, damit eben diese Protokolle auch entsprechend erstellt werden können. Dann sollte auch in diesen Datenverkehr-Logs eben auch hinterlegt werden, wer hat denn das gemacht? Ja? Weil nur zu wissen, dass Daten abgeflossen sind, langt im Zweifelsfall nicht. Es wäre noch ganz interessant, wo die hingegangen sind. Und was natürlich auch noch eine Sache ist, die gerne auch mal vergessen wird, ist, wenn jetzt beispielsweise irgendein Datensatz an eine Person geliefert wird und die muss dann nach einer gewissen Zeit gelöscht werden, weil beispielsweise von dem Bereitstellenden der Daten, also der personenbezogenen Daten zum Beispiel, nachgehalten wird, dass sie eben zu genau dem Datum nicht mehr zur Verfügung stehen dürfen, dann muss das natürlich für alle Stellen in dem ganzen Unternehmen gelten, wo diese Daten dann sind. Das heißt, auch die, die sich das irgendwo mal auf ihren Rechner gezogen haben zu Hause, um eben vielleicht im Homeoffice zu arbeiten, dann muss man sich auch darum kümmern, dass dort die Daten auch verschwinden.
Gut, der nächste Punkt ist die Eingabekontrolle. Wir sind inzwischen bei Unterpunkt 7 des Gesetzes, und zwar die Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem entsprechend verändert worden sind. Das heißt, wenn jetzt irgendwas gemacht wird an den Daten, muss nachvollziehbar sein, wer war denn das? Das ist natürlich eine entsprechend hohe Anforderung an die Systeme, aber dafür muss ich entsprechend meine Systeme auch auslegen. Viele Systeme bieten das quasi schon out of the box an. Dafür brauche ich natürlich wieder ein klar definiertes Nutzerkonzept. Ich muss natürlich wissen, wer darf wann, wie, wo, was entsprechend eingeben, und um das entsprechend auch dann protokollieren zu können. Die Vorgänge müssen entsprechend auch in eigene Systeme dann eben weggesichert werden, damit es später nachvollziehbar ist. Und dann sind wir auch schon bei der Transportkontrolle. Hier besagt das Gesetz, dass wir bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten, also beim Transport von den Daten oder auch Datenträgern, auch das gibt es, die Vertraulichkeit und Integrität der Daten geschützt werden. So, und das bedeutet nichts anderes, dass wir uns in aller Regel darum kümmern müssen, dass wir gesicherte Übertragungskanäle haben, eben über verschlüsselte Kommunikation, VPN, zum Teil Standleitungen, die wirklich nur diesen Firmen dann gehören. Es geht aber auch darum, dass die Daten, wenn sie dann empfangen werden, auch geprüft werden mit irgendeinem Hashkey beispielsweise, ob das, was erwartet wurde, auch wirklich angekommen ist, so dass wir hier auch hundertprozentig sicher sind, dass die Daten, die wir angefordert haben, auch die richtigen sind. Und das gilt, wie gesagt, auch für Datenträger, die ich, was weiß ich, zur Not über irgendwelche gesicherten Transportunternehmen von A nach B schicke. Auch hier gilt es, ob ich das über die Leitung schicke oder über die Autobahn, ist dem Gesetzgeber an der Stelle erstmal egal. So, die Wiederherstellbarkeit, das sollte eigentlich am selbstverständlichsten sein, die Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden können. Im Wesentlichen, wenn wir jetzt hier irgendwelche redundante Systeme haben, sollte eben eins durchaus abfackeln können, und wir können dann entsprechend auf dem redundanten oder auf dem parallelen System weiterarbeiten und damit das ursprüngliche System wiederherstellen. Dazu brauchen wir natürlich ein Backup- und Recovery-Konzept. Ich erinnere da an das Thema Großvater-Vater-Sohn-Prinzip, wie wir eben unsere Backups so sinnvoll realisieren, dass wir möglichst zeitnah alle Zeitstände wiederherstellen können oder die relevant sind. Dann brauchen wir redundante Systeme, sowohl auf Plattenebene, hier sei nochmal das Thema RAID genannt, dass wir hier vor Plattenausfall uns schützen, aber eben auch wirklich dann daneben noch parallele Backup-Systeme, wo wir dann eben wirklich jeden Datensatz dann über ein Backup-Verfahren eben rüberschieben. Dann muss dieses ganze System auch getestet werden. Das wird auch gerne übersehen, dass ich eben hier möglichst auch gucken muss, wie kann ich denn entsprechend mein Recovery-Konzept wirklich in der Praxis umsetzen? Wie lange dauert es zum Beispiel, meine Daten wiederherzustellen? Was ja gerade bei RAID 5 oder noch schlimmer RAID 6 durchaus in den Stunden- oder Tagesbereich gehen kann. Und dementsprechend hier sollte jeder genau wissen, worauf er sich hier einlässt. Danach sei noch zu vermerken, dass es auch Notfallpläne geben sollte, wenn eben so ein Fall passiert und aufgrund von so einem Hardwareausfall das Rückspielen entsprechend länger dauert. Was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Auch das gehört unter die Überschrift Wiederherstellbarkeit. Dann gibt es noch das Thema Zuverlässigkeit. Hier geht es darum, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen sollten, und wenn nicht, also wenn Fehlfunktionen existieren, sollten die gemeldet werden. Ja? Das heißt im Prinzip, man geht davon aus, dass Fehler immer passieren, und die müssen halt irgendwie gemeldet werden, damit sie wieder entsprechend gefixt werden können, logischerweise.
Das heißt, wir brauchen Meldungssysteme, wenn eine Störung auftritt, sowohl Hardware- als auch softwaretechnisch, wenn mal was auch immer aufgrund von Hardwareproblemen irgendwelche Software dann nicht mehr sauber funktioniert oder wegen irgendwelchen Upgrades von Betriebssystemen irgendwelche Softwareteile eben nicht mehr sauber laufen, dann muss es irgendwie gemeldet werden. Dann ist es noch sinnvoll, die Systeme möglichst unabhängig voneinander zu halten. Nicht, dass wenn ein System ausfällt, alle anderen denn eben auch stehen bleiben. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die eben zu hinter oder zu überlegen wäre. Und auch hier gilt, wir brauchen Virenschutz, weil Viren würden ja unser System zerstören und wir sollen uns ja darum kümmern, dass es eben nicht passiert. Dann brauchen wir noch bei den Störungen Richtlinien. Das heißt, jeder sollte wissen oder zumindest mal die beauftragten Personen sollten wissen, was zu tun ist, wenn denn eine Störung stattfindet. Das geht so weit, dass man sich eben überlegen muss, wen rufe ich nachts um drei an oder wen informiert das System nachts um drei, wenn was weiß ich, ein Server plötzlich nicht mehr läuft. Also das gehört hier an der Stelle auch organisatorisch mit dazu. So, wir nähern uns schon langsam dem Ende unseres Gesetzestexts. Wir sind jetzt gerade bei der Datenintegrität. Hier geht es darum, dass die personenbezogenen Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden können. Das heißt, wenn ich wirklich Daten abziehe, dass durch irgendwelche Integritätschecks geprüft werden muss, ob das eben auch wirklich genau das ist, was ich erwarte. Und wenn die Mühle dann irgendwie im Eimer ist, dass dann festgestellt werden kann, dass beispielsweise hier irgendwelche Daten nicht mehr in der Form vorliegen, wie wir sie erwarten. Dazu brauche ich natürlich eine Integritätsprüfung bei Abruf, damit ich überhaupt feststellen kann, ob eben das, was ich da habe, auch sinnvoll zu verwerten ist. Auch hier gilt, dass die Datenmodellierung auch konsistent sein muss. Ich erinnere da an die dritte Normalform. Wir müssen Redundanzen auf jeden Fall in unseren Datensätzen vermeiden, weil Redundanzen ja für Inkonsistenzen sorgen und das müssen wir an der Stelle verhindern. Dann die Checks sollten beispielsweise über irgendwelche Hash-Algorithmen realisiert werden. Das heißt, ein Hash ist ja ein digitaler Fingerabdruck einer digitalen Information und damit können wir dann quasi die Information durch den Hash-Algorithmus durchlassen und der erwartete Hash muss dann genau das sein, was wir eben durch unseren Hash-Algorithmus eben auch erhalten und dann wissen wir, es ist genau das, was wir erwartet haben. Dann gilt hier auch, dass ich eine gewisse Redundanz benötige, um eben Datenintegrität auch gewährleisten zu können. Das geht dann da bis so weit, dass ich beispielsweise von zwei Systemen die gleichen Daten abgreife und wenn sie identisch sind, dann passt's. Haben wir die Auftragskontrolle. Hier geht es darum, dass wenn ich irgendwelche Aufträge für Datenverarbeitung rausgebe, dass der Auftragnehmer eben meinen Weisungen entspricht. Das heißt, ich muss dem Auftragnehmer klipp und klar sagen, wie er wann wo was zu tun hat, was er darf und was er nicht darf. Also es darf eben nicht so sein, wie es vor ein paar Jahren mal bei Facebook war, dass die das eben an ein Datenanalyseunternehmen dann weitergegeben haben und die dann irgendwelchen Quatsch machen, ohne dass eben die eigentliche Firma, wie Facebook in dem Fall jetzt, weiß, was da eigentlich passiert. Und das bedeutet, dass ich sowohl die Firma als auch die Datenübertragung als solches in irgendeiner Form kontrollieren muss. Das ist ein sehr, sehr hoher Aufwand, aber wie gesagt, der Gesetzgeber schreibt es in der Form vor. Das heißt, ich brauche Prozesse oder die Prozesse des Auftragnehmers müssen geprüft werden. Das wird dann im Regelfall dann auch irgendwie vertraglich festgehalten. Und wie gesagt, der Datenverkehr im Wesentlichen, dass eben während des Daten hin und herschiebens eben auch hier, ich sag mal, der Sorgfaltspflicht Genüge getan wird oder geleistet. Dann haben wir die Verfügbarkeitskontrolle. Hier muss ich schauen, dass ich eben gewährleiste, dass die personenbezogenen Daten gegen Zerstörung oder Verlust geschützt sind. Und das wird meistens eben mit irgendwelchen redundanten Systemen passieren, die ja auch irgendwo anders dann zu stehen haben, weil wenn es brennt, dann sollte eben der zweite Server möglichst woanders stehen.
Darunter versteht man jetzt auch, wenn ich den Text dann interpretiere, dass ich Meldeanlagen brauche gegen Wasser, gegen Feuer und was auch immer, dann es müssen Brandbekämpfungsmaßnahmen stattfinden oder die müssen installiert sein. Ich muss eben in der Lage sein, wenn mal wirklich was passiert, möglichst schnell zu agieren. Dann die Backups, wie ich gerade gesagt habe, sollten in getrennten Räumen gelagert werden, weil Backup bringt mir nichts, wenn es mit dem ursprünglichen Server zusammen in Flammen aufgeht. Und auch hier sieht der Gesetzgeber die Notwendigkeit für Schutz gegen Einbruch. Das heißt, ein Einbruch ist quasi genauso eine Katastrophe wie ein Feuer und auch dagegen müssen wir uns schützen. So, wir sind beim letzten Punkt unseres Riesengesetzes und zwar der Punkt 14 und zwar die Trennbarkeit. Und hier geht es darum, dass wir, wenn wir Daten zu unterschiedlichen Zwecken erhoben haben, dass sie auch entsprechend getrennt verarbeitet werden können. Das heißt, wenn wir irgendwelche Informationen haben für unterschiedliche Verwendungszwecke, dann müssen wir sie vorher trennen. Das heißt, das Marketing sollte nicht eben die, was weiß ich, Kontenübertragungsdaten erhalten, wenn Sie wirklich nur Marketing machen wollen. Dazu brauche ich eine saubere Datenmodellierung, damit ich es überhaupt machen kann. Und die Interfaces müssen auch entsprechend bedarfsorientiert sein. Also es macht natürlich keinen Sinn, immer überall alles hinzuschicken und dann das entsprechende Empfangssystem sucht sich es dann raus, weil das würde eben hier gegen der Forderung der Trennbarkeit sprechen. Jo, das war jetzt viel. Wenn ich diese ganzen Punkte mal auf ein paar wesentliche Grundpfeiler zusammendampfen möchte, dann würde ich jetzt auf Folgendes kommen. Das eine ist die Vertraulichkeit. Das heißt, Lesen und Modifizieren darf nur durch autorisierte Nutzer möglich sein. Dann haben wir die Integrität. Das heißt, dass Änderungen nachvollziehbar sein müssen. Die Verfügbarkeit, Zugriff auf Daten muss immer zeitnah möglich sein. Also zeitnah ist natürlich ein dehnbarer Begriff, aber klar, wenn der Serverraum abstürzt oder abbrennt, dann kann es ein bisschen dauern, bis das Backup eingespielt wird. Aber es muss ein vereinbarter Zeitraum sein. Und dann die Authentizität heißt, dass die Echtheit von Person oder von dem Dienst nachprüfbar sein muss. Das brauche ich für eine Verbindlichkeit, gerade wenn es um elektronische Verträge geht, dann muss das natürlich zweifelsfrei geklärt werden können, nicht dass eben der Vertragspartner nur so tut, als wäre eben die, keine Ahnung, Firma Siemens und ist halt irgendwie Hacker in was weiß ich wo. Das heißt, auf diese vier Punkte können wir das dann einigermaßen zusammendampfen. Ich wollte aber trotz allem mal durch das Gesamtgesetz durchgehen, damit diese ganzen Begriffe einfach mal ja, erklärt werden, mal in Kontext gepackt werden. Ich habe mit Sicherheit nicht alles benannt, was vielleicht interessant oder wichtig ist, aber ich glaube, wenn wir das jetzt so einigermaßen mal durchgegangen sind und verstanden haben, dann können wir schon von uns behaupten, dass die wesentlichen Punkte in unserem Kopf sind. Ja, das war es von meiner Seite. Das wird jetzt fast mal das letzte Video zum Thema IT-Sicherheit sein. Aber ich glaube, mit diesen drei Videos, IT-Sicherheit, Datenschutz und Datensicherheit, kommen wir ganz gut zurecht. Versucht euch irgendwie eine Eselsbrücke zu bauen. Was ist Datenschutz und was ist Datensicherheit? Schützenswert ist im Regel, so kann man sich das vielleicht merken, die Person, also der Mensch wird geschützt, das heißt die personenbezogenen Daten. Und Sicherheit, da geht es dann wirklich um die Daten, um sozusagen das Abschließen des Serverraums, da geht es um die Sicherheit. Genau, damit haben wir eigentlich alles soweit abgehakt. Und ja, dann würde ich sagen, vielleicht hören wir uns beim anderen Video wieder.